Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und auch zu einer Premiere, denn es gibt jetzt ein neues Smart Gadget und zwar nicht diesen Aluminiumring, den ich mir hier gerade selber gemacht habe. Kennt ihr vielleicht noch von früher, wenn ihr eurer Kindergartenfreundin aus Alufolie einen Ring gemacht habt? Nein, es geht um das Thema Smart Ring und ganz konkret um das Thema Ringcon Gen 2, zweite Generation des Rings. Wir gucken uns das Ding einmal im Detail an. Viel Spaß mit dem Video. Ja, schauen wir zunächst mal auf die Verpackung und wie gesagt, der Hersteller ist Ringcon und es gibt diesen Ring in der zweiten Generation in 3 Farben, auch wenn hier 4 abgebildet sind. Aktuell sind 3 verfügbar. Das Bronze ist derzeit noch nicht verfügbar. Wir haben hier matt schwarz. Das ist für mich persönlich die coolste Variante, aber das ist natürlich irgendwo auch Geschmackssache. Wie gesagt, wir haben die Generation 2 von diesem Smart Ring. RCA01 ist das Produkt, ist die Produktbezeichnung. Und wir haben hier die Größe 14, sprich wir haben 15 mAh in unserem Ring. Also bei den Größen 12 bis 14 gibt es 15 mAh. Und es gibt auch noch ein Ladegehäuse dazu mit 500 mAh. Mehr dazu gucken wir uns später noch an. Vom Grundsatz her ist der Ring mit dabei und das Ladegehäuse noch ein paar Details. Die gucken wir uns dann jetzt gleich im Detail oder beziehungsweise im Nachgang mal an. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, wir haben mattschwarz und die Größe 14 ausgewählt, damit es auf meinen Ringfinger passt. Gut, dann würde ich sagen, wir packen direkt einmal aus und müssen dafür hier nur diesen einen Stripe abziehen. Der andere hat nicht richtig geklebt bei meiner Verpackung, deswegen müssen wir da nichts mehr abziehen. Ja, auf der Verpackung sind wie gesagt 4 verschiedene Farben drauf. Meines Wissens nach sind aktuell 3 verfügbar. Ich nehme mal an, dass das Bronze dann noch dazukommt. Wir haben hier die schwarze Variante. Ich habe es schon gesagt, die ist in matt gehalten. Das gefällt mir persönlich von den 3 verfügbaren Farben am besten. Gold und Silber ist nicht so meine Welt. Das ist hier der Smart Ring und ich bin tatsächlich, es ist ja mein erster Smart Ring, den ich in den Händen halte, ich bin völlig fasziniert, wie viel Technik in so einen kleinen und leichten Ring reinpasst. Ihr seht da drin die entsprechenden Sensoren, ihr seht, das Ding geht hier an den Finger ohne Probleme, Größe 14 passen genau auf meine Wurstfinger. Wir haben nicht ganz runden Ring, das seht ihr hier vielleicht nochmal, er ist unten etwas abgeflacht, gar nicht unbedingt in der äußeren Form, aber auf jeden Fall in der inneren Form. Warum das so ist, zeige ich euch dann gleich nochmal beim, wie trage ich den Ring richtig. Was haben wir ansonsten noch mit an Bord? Wir haben hier zusätzliches Informationsmaterial im Sinne von einer Kurzbedienungsanleitung, sodass ihr da relativ schnell dann auch alle Möglichkeiten rausfindet. Und ihr habt hier gerade schon gesehen, wir haben auch eine deutsche Variante, sprich das Ganze ist auf Deutsch verfügbar. Wobei ihr braucht die Bedienungsanleitung und ich verspreche es euch, ihr braucht sie nicht. Die App ist wirklich mit, hilft euch dabei, das Ding einzurichten und so weiter und so fort. Das ist wirklich das, was euch eigentlich interessieren sollte. Da habt ihr gerade gesehen, es ist noch angegeben, wie man den Ring richtig trägt. Das zeige ich euch aber später dann auch nochmal. Ansonsten hier noch Detailinformationen zum Lieferumfang und zu technischen Produktkonfigurationsthemen. Wie lange hält das Ganze? Bluetooth 5.0 und so weiter und so fort. Könnt ihr euch alles im Detail angucken, ist aber jetzt vielleicht weniger wichtig. Einzig IP68 ist vielleicht noch ganz wichtig, sprich ihr könnt mit dem Ding auch duschen gehen. Das ist das Ladegehäuse. Gefällt mir persönlich von der Optik richtig gut. Das ist wirklich super schön gelöst und auch vom Material hier ist es zwar innen Hartplastik, außen aber so ein leichtes Metallgehäuse, hier hinten USB-C, das gefällt mir wirklich richtig gut, fühlt sich super an und macht einen total wertigen Eindruck. Also wenn ihr das irgendwo hinstellt, finde ich persönlich, wirkt das sehr, sehr wertig und deswegen ist das für mich definitiv ein Highlight, denn ihr könnt darin auch den Ring mal eben laden und zwar ohne das Ding selber an den Strom angeschlossen zu haben, denn es hat ja 500 mAh oder beziehungsweise einen 500 mAh großen Akku. USB-C-Ladekabel dürfte, denke ich, klar sein. Das überrascht jetzt weniger. Damit könnt ihr dann das Ladegehäuse wieder aufladen und dann auch entsprechend indirekt sozusagen euren Ring dann wieder aufladen. Nächstes Kapitel, würde ich sagen. Jetzt gucken wir uns den Ring mal im Detail an und ich habe gerade eben schon gesehen, da unten die LED hat geblinkt. Wir haben hier ein mattschwarzes Äußeres. Es gibt, ich habe es vorhin schon erwähnt, 3 verschiedene Farben aktuell, womöglich bald noch eine 4. Dieses mattschwarze ist aus Titan gefertigt.
Das fühlt sich auch richtig gut an. Das zieht auch nicht so sehr Fingerabdrücke an, wie ich das vielleicht gedacht hätte. Und hier unten seht ihr dann die Sensorik, die dann auch gerade entsprechend geblinkt hat. Das ist der Sensorik-Teil, der nachher eure Messdaten oder beziehungsweise eure Daten erfasst. Ihr habt noch zwei so Auswölbungen, die dann euch zur Orientierung dienen, beziehungsweise zum Halt dienen. Vielleicht sind es auch Sensoren. Ich glaube, zumindest nach meinem Lesart der technischen Beschreibung sind das keine Sensoren. Ansonsten fühlt sich das gut an. Keine scharfen Kanten, dürfen natürlich auch nicht. Es ist ja ein Ring, den ihr über den Finger macht. Von der Stabilität her ist das auch sehr stabil. Also da könnt ihr quasi auch ein bisschen drücken und drehen und so weiter und so fort. Da passiert nichts, wobei ich euch gleich noch zu meiner Quintessenz nach 10 Tagen Ringnutzung was erzählen will. Wir haben bekanntermaßen die 14, die Ringgröße 14 und ihr habt gesehen, unter 3 Gramm. Das ist wirklich richtig stark, 2,78 Gramm. Mit dem größten Akku in Anführungsstrichen, der verfügbar ist, da bin ich wirklich völlig fasziniert, wie das Ding oder wie viel Technik in so ein kleines und leichtes Ding reinpasst. Sinnvollerweise nutzt ihr den übrigens am Ringfinger, dazu kommen wir aber dann gleich noch bei, wie trage ich ihn richtig, und dann erzähle ich euch auch genau dazu, wozu die Wölbungen gut sind und so weiter und so fort. So, wie trage ich den Ring denn jetzt richtig? Und er ist schon so geformt, wie ihr ihn auch tragen müsst. Sprich, er ist oben rund und unten etwas abgeflacht. Und wenn ihr euren Finger mal genau betrachtet, stellt ihr fest, dass das genauso auch an eurem Finger ist. Letztlich ist es egal, an welchem Finger ihr ihn tragt. Angeblich ist der Zeigefinger der beste. Ich kann euch das jetzt nicht belegen, ich weiß es nicht. Tendenziell geht natürlich auch der Mittelfinger, der Ringfinger. Ich habe jetzt die Größe anhand meines Zeigefingers gewählt, um halt eben auch der Empfehlung des Herstellers nachzukommen. Und dann seht ihr hier, die Sensorik setzt unten auf dieser flachen Seite unter eurem Finger haben, und da ist die Haut am dünnsten und sprich die Messgenauigkeit ist auch am größten. Großer Vorteil gegenüber der Smartwatch im Übrigen, dass hier die Haut halt eben so dünn ist, dass die Messgenauigkeit nochmal genauer ist. Und ihr seht hier, wie gerade eben schon gesagt, euer Finger formt diesen Ring nach und genauso ist es auch ausgelegt. Das Ding sitzt gut und ihr habt eigentlich kaum Probleme, es in der Form zu halten. Ja, nachdem ich den Ring jetzt 10 Tage lang jeden Tag durchgängig getragen habe, wollte ich mir euch auch noch ein bisschen was dazu sagen, wie denn das Ganze nach 10 Tagen in der Haltbarkeit aussieht. Zunächst mal muss man sagen, Zeigefinger ist ein bisschen schwierig, gerade in der Hosentasche und so weiter bleibt man hängen. Ich bin auch kein Ringträger, deswegen ist es für mich auch neu. Ich weiß nicht, wenn ihr Ringträger seid, vielleicht ist es nicht ganz so dramatisch, aber ihr könnt hier sehen, da ist, obwohl ich Solarpaneele aufgebaut habe und so weiter und so fort, ist bisher nichts dran gekommen. Haltbarkeit also zumindest für die ersten 10 Tage schon mal sehr, sehr gut. Keine Macken oder ähnliches. Am Ende muss man das natürlich auf Dauer betrachten. Irgendwann wird da schon auch was dran kommen, aber es scheint zumindest so zu sein, dass kleinere Kratzer hier definitiv vermieden werden. Ja, ich hatte es vorhin schon erwähnt, geladen wird der Ring in diesem kleinen Ladekästchen. Es gibt, wenn ihr mehr bezahlt, tatsächlich auch noch eine andere Möglichkeit zu laden, aber bleiben wir mal bei der Standardvariante. Finde ich persönlich richtig gut. Ich habe den immer zum Duschen abgenommen und hier reingetan. Das reichte dann schon mal wieder, um das Ding etwas aufzuladen. Grundsätzlich ist es so, der Hersteller gibt über 10 Tage an, 11 Tage meines Wissens nach. Da muss ich sagen, wenn ich nachts die Schlafapnoe-Messung gemacht habe, bin ich nicht ganz hingekommen. Da bin ich auf 6 Tage gekommen. Wenn ich das weglasse, komme ich tatsächlich auf die Herstellerangaben. Also sprich, das ist dann schon sehr, sehr gut aus meiner Sicht. Eine sehr lange Laufzeit und eine der besten am Markt. Aber ihr habt halt eben das Gehäuse und ich würde den Ring dann einfach, wenn ihr ihn ablegt, kurz da reintun und schon könnt ihr in kürzester Zeit auch wieder Akkulaufzeit generieren. Ja, das vielleicht Wichtigste bei einem Smart Ring ist die App auf eurem Smartphone. Denn wie ihr vorhin schon gesehen habt, der Ring zeigt natürlich an sich nichts an. Sprich, es ist super wichtig, dass ihr alle Informationen in der App oder beziehungsweise in der zugehörigen App abrufen könnt. Und da muss ich sagen, der Ringcon Gen 2 ist auf jeden Fall mit einer App gesegnet, die Vorteile aus der Generation 1 mitbringt. Sprich, man hat gelernt und hat da quasi schon seine ersten Learnings gezogen im Vergleich zu anderen Herstellern, die da vielleicht noch ein bisschen zurück sind. Die App ist wirklich extremst umfangreich. Ihr könnt jeden Tag einsehen, wie eure Messdaten waren. Ihr könnt gucken, welche Messdaten wann wie gewesen sind. Ihr bekommt immer Informationen. Ihr könnt hier Details zu eurem Smartring abrufen. Sprich, wie ist der Akkuzustand? Wie lange wird noch vermutlich die Laufzeit bleiben? Wie ist die Ringgröße? Ihr könnt die Firmware updaten. Ihr könnt das Gerät wieder trennen von eurem Smartphone. Ihr könnt euch hier unten noch das Handbuch und Details angucken und so weiter und so fort. Wirklich extremst umfangreich. Da muss ich persönlich sagen, sowas hätte ich jetzt nicht erwartet. Sondern ich hätte da durchaus mit etwas weniger Informationsfluss gerechnet.
Aber es ist in dem Fall tatsächlich sehr, sehr, sehr viel. Und es ist fast vielleicht manchmal ein bisschen zu viel, aber dazu kommen wir später noch. Grundsätzlich erstmal gibt es auch hier Abzeichen. Sprich, wenn ihr den Ring eine gewisse Zeit getragen habt, ihr seht hier, ich habe das Abzeichen für 10 ununterbrochene Nächte Schlaf und ich habe ihn auch 10 Tage ununterbrochen getragen. Das habe ich zum Beispiel bekommen. Das finde ich immer persönlich, macht so ein bisschen das Ganze spielerisch und damit ist man tatsächlich auch angehalten, den Ring täglich oder beziehungsweise regelmäßig zu tragen. Finde ich persönlich ganz cool. Ob jetzt jeder von euch hier auf 1000 Tage kommt, ich weiß es nicht, das müsst ihr dann selber nachher gucken. Aber vom Grundsatz her, diese Abzeichen machen mir persönlich die Nutzung des Rings nochmal etwas leichter, weil es halt eben diesen spielerischen Charakter mit reinbringt. Ob man das nachher nutzen will und ob man diese Abzeichen erreichen will, das ist natürlich, muss jeder selber wissen, ist am Ende, man bekommt nichts dafür. Zumindest aktuell noch nicht, vielleicht ändert sich das noch. Das ist der erste Teil, den wir in der App sozusagen einsehen können. Das ist aber gar nicht das Wichtige, das ist einfach nur Spielerei, sage ich mal. Jetzt kommen wir zu den Details und zum einen gibt es oben eine Zusammenfassung, das Wellness-Gleichgewicht. Das prüft dann quasi alle 4 verschiedenen Komponenten ab und sagt euch, wie ihr gestern und in den letzten 7 Tagen im Verhältnis gewesen seid, ob euer Wellness-Gleichgewicht gut, schlecht, wie auch immer ist. Und es gibt, und das finde ich persönlich tatsächlich ganz spannend, es gibt immer darunter auch noch Erklärungen. Alles ist immer erklärt in dieser App. Das ist echt gut. Gerade wenn man sich da nicht so auskennt, ist es immer informativ und wichtig zu wissen. Hier steht übrigens ganz unten nochmal, dass es kein medizinisches Produkt ist oder Gerät ist. Auch das ganz wichtig, ja. Verlasst euch nicht drauf, wenn ihr da irgendwie Probleme habt oder ähnliches, nutzt das nur als Indikation und nicht als Ultima Ratio. Ihr könnt auch den Schlaf logischerweise tracken lassen, wenn ihr den Ring nachts anbehaltet. Das habe ich die ganze Zeit gemacht und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Die Messung passt ungefähr zu meiner Nokia Sleep oder wie sie mittlerweile heißt, WeSync Sleep. Das passt also von daher schon relativ genau, nicht auf die Minute und so weiter und so fort. Aber vom Grundsatz her ist auch das als Indikation aus meiner Sicht durchaus sehr, sehr hilfreich. Wie gesagt, auch hier gibt es immer Informationen dazu, was bedeuten denn die einzelnen Positionen. Da könnt ihr euch dann Informationen anzeigen lassen und so weiter und so fort. Und auch die Herzfrequenz natürlich die ganze Nacht durch und alle anderen Informationen, Blutsauerstoff, all diese Details, all diese Messwerte werden die ganze Nacht gemessen und ihr könnt die immer abgleichen zu euren Schlafphasen. Also wirklich sehr, sehr umfangreich, was hier geboten ist. Herzfrequenzvariabilität, auch das noch hier vorhanden. Also wirklich, das ist, wo ich persönlich sagen würde, es ist wirklich so einsteigerfreundlich, dass selbst wenn ihr noch nie mit einem Smart Ring oder noch nie mit einem Wearable zu tun hattet, welches Informationen misst, kommt ihr hiermit klar. Das ist eine richtig coole Sache. Aktivitäten könnt ihr auch nutzen, sprich hier erstmal die grundsätzliche Aktivitätsüberwachung. Man muss dazu sagen, zum Beispiel Fahrradfahren wird halt eben nicht getrackt, weil ihr habt die Hände am Lenker, sprich es wird nichts getrackt. Da müsstet ihr dann manuell eine Aktivität starten, aber wenn ihr zum Beispiel joggen geht und so weiter und so fort, werden logischerweise auch die Schritte mitgetrackt und dann wird auch erkannt, dass ihr quasi gegebenenfalls eine Aktivität habt oder beziehungsweise macht. Hier seht ihr das nochmal, ich war am Samstag quasi dann auch laufen. Die Aktivität an sich müsst ihr aber manuell starten. Es gibt keine automatische Erkennung, sondern ihr müsst die manuell starten. Zwar wird eure Aktivität trotzdem überwacht, also mit Herzfrequenz und so weiter und so fort. Für diese GPS-Daten müsst ihr aber in der App das Ganze manuell einmal starten. Finde ich jetzt nicht weiter schlimm, weil Autoerkennung auch manchmal schlecht ist, aber vom Grundsatz her könnte man da natürlich noch etwas nachbessern. Stresslevel wird auch gemessen bzw. indiziert. Auch da zusätzliche Informationen zu eurem Schlaf, wann habt ihr was für ein Stresslevel gehabt und so weiter und so fort. Gleiches logischerweise auch für die Vitalzeichen, angefangen von der Herzfrequenz, Blutsauerstoff. Ihr könnt hier auch eine manuelle oder beziehungsweise eine sofortige Messung durchführen, wenn ihr sagt, jetzt will ich aber unbedingt wissen, wie mein Messwert ist. Dann könnt ihr hier auch direkt messen, unabhängig davon, dass ansonsten kontinuierlich und regelmäßig auch gemessen wird. Auch hier könnt ihr oben in der Leiste dann in den Tagen zurückgehen, euch alles angucken. Es ist wirklich richtig gut gemacht, super benutzerfreundlich aus meiner Sicht und hilfreich, damit ihr da entsprechend durchgeführt werdet. Hier geht es dann auch noch weiter mit den anderen Vitalzeichen nach unten. Genau. Gucken wir uns dann nochmal als letztes die Apnoe, Schlafapnoe-Erkennung an. Das ist ja eins der Highlights dieses Rings. Dazu müsst ihr auf eurem Smartphone in der App die Überwachung starten und dann wird die Nacht gemessen. Das kostet etwas Energie beim Ring, etwas mehr Energie, als wenn ihr eine normale Schlafüberwachung macht. Ich habe es trotzdem mal ausprobiert, bei mir ist nichts erkannt worden, aber ich kann euch jetzt auch nicht sagen, ist das jetzt gut oder schlecht, funktioniert das oder nicht. Soweit ich weiß, ist Ringcon auf dem Weg dahin, das tatsächlich auch zertifizieren zu lassen.
Vom Grundsatz her ganz wichtig, verlasst euch da nicht drauf. Ich kann es nur nochmal sagen, am Ende ist es ein Gadget, was zwar genau misst, zumindest ist das meine Erkenntnis aus den letzten 10 Tagen, aber was halt eben kein medizinisches Gerät ist. Nochmal eben zur Übersicht der Aktivitäten. Aktuell gibt es nur 4, da wird aber bestimmt noch was nachgelegt. Vom Grundsatz her könnte es da natürlich ein bisschen mehr sein und da hat die Konkurrenz, soweit ich weiß, durchaus auch ein paar mehr noch auf der Kette. Im Bereich Trends könnt ihr euch dann nochmal angucken, eure Durchschnittswerte und auch die Details nochmal angucken. Also auch da nochmal eine Übersichtlichkeit im Sinne von, wie waren die letzten Tage, wie habe ich mich entwickelt und so weiter und so fort. Ich würde euch jetzt aber gar nicht zu viel zur App verraten. Ich persönlich muss sagen, ich fand es richtig umfangreich, richtig informativ und vor allen Dingen auch im Detail. Und jetzt gehen wir zum nächsten Kapitel. Ja, und das ist auch schon das Fazit. Ich habe jetzt 10 Tage mit dem Ring verbracht, intensiv getestet und so weiter und so fort und will euch jetzt meine persönliche Meinung so ein bisschen kundtun. Sie ist vielleicht nicht allgemeingültig, ich bin kein Ringträger, deswegen war es mein erstes Mal mit Ring sozusagen und ich habe ihn am Zeigefinger getragen. Das war nicht ganz optimal, denn dadurch, es ist zwar der empfohlene Finger sozusagen, aber wenn ihr in die Tasche greift und so weiter, bleibt man schon mal hängen auch. Besser ist es vielleicht dann tatsächlich den Mittel- oder den Ringfinger zu nehmen, auch wenn dann die Messgenauigkeit womöglich etwas ungenauer ist, das kann ich gar nicht beurteilen. Ich würde persönlich tendenziell eher Ringfinger oder Mittelfinger nehmen. Das Äußere gefällt mir richtig gut. Dieses Mattschwarz sieht sehr gut aus. Ich wurde auch ein paar Mal darauf angesprochen. Die Sensorik innen, die ist tatsächlich nachts sichtbar. Nicht so stark wie bei anderen Ringen, zumindest das, was ich so im Internet gesehen habe. Aber man sieht nachts diese Lichter. Haltbarkeit, 10 Tage konnten dem Ring nichts anhaben, selbst intensivste Handarbeit oder Handwerkerarbeit hat da nicht dazu geführt, dass da irgendwie Kratzer oder ähnliches reinkommen. Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit 12 Tagen an. Da kommt ihr auch ungefähr hin, wenn ihr den Ring wirklich nur so benutzt, in Anführungsstrichen, mit seinen Standardfunktionen. Wenn ihr das Apnoe-Tracking nutzt, dann ist die Laufzeit etwas geringer, aber finde ich gar kein Problem, denn ihr könnt es ja jederzeit im Case wieder aufladen. Die Genauigkeit der Messwerte konnte ich jetzt nicht wirklich mit einem Vergleichsgerät messen. Ich habe es mal mit der Smartwatch gecheckt und auch mit meinem sonstigen Messgeräten. Das hat alles gepasst. Die App hat mir persönlich fast mit am besten gefallen. Die ist sehr, sehr umfangreich. Da kriegt ihr sehr, sehr viele Details. Das ist wirklich für mich aktuell zumindest, was ich so gesehen habe, eine der besten Apps bei Smart Rings, auch wenn ich die bisher natürlich nur im Internet und in YouTube-Videos gesehen habe. Grundsätzlich gibt es noch 2 Dinge zu sagen. Das Ding sieht gut aus, das Ding fühlt sich gut an, das Ding wirkt wertig und das Ding kostet nicht viel Geld. Denn es kostet 190 Euro in der aktuellen Kickstarter-Kampagne. Checkt mal in der Videobeschreibung die Links. Und es gibt keine Abogebühr. Das ist nochmal ganz wichtig. Andere Hersteller haben Abogebühren, gibt es hier nicht. Ihr könnt das Ding für 190 Euro quasi unendlich lange nutzen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich, das zu beantworten. Danke euch fürs Zusehen und am Ende bleibt mir nichts zu sagen als Alexa, Kamera aus. Okay.